Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Immer noch in dieser Eiswelt. Da werden wir auch wahrscheinlich jetzt bis zum Ende des Spiels bleiben. Ich habe das falsche Schwert, verdammt. Ich muss auch das Silberschwert wechseln. Genau, greif mal Triss an. Die kommt damit klar. Oh, ist tot. Das ging ja schnell. Ach, ich sag doch, Triss schützt uns, ey. Wer bist denn du? Ihr könnt es nicht aufhalten. Der Tod folgt euch nach. Alter Junge! Hilfe! So. Gruppenkampfstil! Alter Junge, Gruppenkampfstil habe ich doch gerade gesagt. Ach, Geralt, dann kein Gruppenkampfstil, dann machen wir das so. Alter, ohne Spaß. Ist die das oder ist das dieses Schutzding? Das ist ja voll OP. Wir können ja gar nichts, ey. Krasser Scheiß. Junge. Das finde ich aber gut, ey. Finde ich gut. Ach, guck mal. Toruvil. Ihr habt sie getötet, obwohl sie unschuldig waren. Sie wollten nicht erfrieren und auch nicht als Geister weiterleben. Niemand ließ ihnen eine Wahl. Hätte ich mich etwa töten lassen sollen? Das passt nicht zu mir, Toruvil. Keiner von uns wählte den Weg, dem wir folgen müssen. Wir alle treffen unser Leben lang Entscheidungen. Ich verstehe, ihr musstet um eure Würde kämpfen. Ihr hattet keine Wahl. Wir alle treffen unser Leben lang Entscheidungen. Was würdet ihr über mein Schicksal sagen? Ich wollte Frieden, doch Krieg war mein Schicksal. Warum sind Elfen solche Fatalisten? Ihr hättet fliehen können, doch ihr habt den Kampf gewählt. Und ich wähle wieder den Kampf. Ich begleite euch, wenn auch nur einen Moment. Wehe, Triss ist dann weg. Komm ich aber stinkisch. Ach du komischer Berg-Gorilla Mongo. Spacken hier auf die Fresse. So, keine Schanze, mein Freund. Wenn wir hier voll zu dritt sind, ist voll krass. Einen richtigen Squad habe ich jetzt. Pow! Und pow, pow, pow! Und du bist tot. So, ich muss da lang. Da muss ich also hin. Kein Problem. So, Feuer ist immer eine gute Sache. Da hinten ist... Alter, wie viele kommen denn von denen da? Hier ist ja unglaublich. Unbelievable. Oh. So, nochmal eine Runde Fire. Fire in the hole. Und dann liegen die nämlich übereinander. Ich glaube, ich nehme jetzt hier so ein Tränklein. Einfach mal so, cause I can. Kommt noch so ein Totenkopfer. Da oben muss ich rauf und da kommt dann die Entscheidungsschlacht. Vermutlich. Pow. Also ich glaube, die Blitze kommen eher von dem Zauber, der mich schützt, ne? Als von... Also sie macht irgendwie immer nur so einen Blitzzauber auf dem Boden. Und Geralt hat einfach nicht mehr weitergekämpft. Auch gut. Kann man durchaus mal machen. Ist zwar untypisch, aber Mensch, der Geralt, wir kennen Geralt. Geralt ist halt ein untypischer Bengel. Der macht mal Sachen, die erwartet man halt mal nicht. Deswegen speichere ich jetzt mal eben. Oh, da sind wieder Erscheinungen. Erscheinung der wilden Jagd. So, ich brauche ein anderes Schwert. Aber weiß, eh gleich tot. So. Ist ja gut, ist ja schon... Mann. Ach, guck mal, da ist wieder der Großmeister. Da ist er. Was hat er jetzt zu sagen? Ich bin ja mal gespannt. Versteht ihr jetzt endlich, begriffsstutziger Hexer? Die Menschheit stirbt aus und die wenigen Verbliebenen werden zu Tieren. Mein Plan würde das verhindern.
Was für ein Plan, verdammt. Die Menschen können die Kälte nur durch einen Massenexodus nach Süden überleben. Mit euch als Anführer. Ich bin darauf vorbereitet. Ich sehe die Zukunft. Ich verlange Respekt und ich würde weise herrschen. Natürlich musste ich alle beseitigen, die mir im Weg standen. Besonders Anderlinge. Warum seid ihr so besessen von den anderen Völkern? Ich war bereit, alles zu opfern und die Menschheit um jeden Preis zu retten. Kennt ihr das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel? Ja. Ihr hört euch jämmerlich an, der Aldersberg, als glaubtet ihr eure Lügen selbst. Anderlinge, ihre Ausrottung ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Da ihr die Menschen so sehr verabscheut, überlasse ich euch meinen nicht mehr menschlichen Knechten. Sie haben viel mit euch gemeinsam. Ihr werdet euch mit ihnen verstehen. Aha. Super. Ach, hier kommen Mutanten. Mutanten. Sterbt. Mutanten. Oh nein! Achso, doch, Triss ist noch da. Ich dachte, Triss ist jetzt weg. Ich dachte, Triss hätte mich verlassen, aber sie ist noch da. Was haben die? Was ist das denn? Unbekannte Bombe, Junge. Nehmen wir einfach mit, die unbekannte Bombe. Wie werfe ich eigentlich Bomben? Ich habe Bomben noch nie benutzt, ehrlich gesagt. Zum Benutzen rechtsklicken. Achso. Hat irgendeinen Blutungsschaden vermutlich mal gemacht. So, down, Junge. Ach, die sind doch alle hier kein Problem für the motherfucking G. Weiter geht's. Wir müssen uns sputen. Ach, guck mal, da oben ist das schon. Da oben müssen wir hin. Okay. Bin ich ja mal gespannt, wann wir endlich mal an unserem Ziel sind. Ach, Siggi. Siggi. Der Orden hätte die Menschheit retten können. Ein Staatsstreich. Morde. Experimente an Kindern. Der Preis war zu hoch. Warum rede ich überhaupt mit euch? Ihr behauptet, die Menschen zu schützen und doch habt ihr sie der Bestie zum Fraß vorgeworfen. Warum? Weil ihr selbst kein Mensch seid. Ich hätte euer wahres Gesicht sehen und euch töten müssen, als ich es konnte. Versucht es jetzt. Zieht euer Schwert. Ach, Siggi, schon wieder? Moment. Scheiße. Mann, mal geh mal weg hier. Komm nochmal weg, ich muss ein anderes Schwertchen ziehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los hier. Bam, bam. Oh. Geralt, warum machst du... Okay, der ist tot. Ach, Siggi hat keine Chance. Siggi ist gleich down. Ach, verdammt. Geht das? Jawohl. Hier. Yeah. Ah, nee, es geht doch nicht. Warum? Der stand aber so da, als ob es gehen würde. Naja. Nein, jetzt ist Siggi da runtergefallen. Scheiße, ich wollte ihn noch looten. Dieser Siggi, ey. Siggi, 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 so geht das aber nicht, mein Freund. So geht das nicht. Da ist noch so ein Mutanten-Ding. Ach, geh weg, du Kackmutant. Oh. Falsche Kraft, ich wollte das hier einsetzen. Ich weiß gar nicht, das Schwert. Ja, das Schwert passt schon. Alter. Der wirbelt ja ganz schön rum mit seinem Schwertchen. Ist ja awesome. Awesome. Oh, Alvin. Es könnte sogar der echte sein. Seht, Alvin. Das ist nur eine Illusion, Triss. Sicher? Tatsache. Ich darf nicht ablenken, ich muss weitergehen. Ja, ich will ja weitergehen. Aber ich werde irgendwie immer abgelenkt. Wer ist da? Ach, schon wieder der fucking Großmeister. Alter, geh mir doch nicht mal auf die Eier, Junge. Mann, 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 Mann. Wie störrisch ihr seid. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Hm. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Hexer sollten Beschützer sein, aber sie waren zu schwach. Ihr hasst euch selbst. Ich brauchte Hexer, aber perfekt. Emotionslos und ohne menschliche Schwächen. Ihr betrachtet menschliche Eigenschaften als Schwäche?
Ich bedauere euch. Angst vernebelt euer Denken. Meine Ritter zögern niemals. Na, komm mal hier, Meuchler-Mutanten. Es sind natürlich jetzt recht viele, dürfte aber gar kein Problem darstellen. Ich gehe einfach mal kurz weg. Hilfe! So, okay, ihr seid alle tot. Warum ist das Spiel jetzt auf... Jetzt mal ohne Spaß, warum ist das Spiel so einfach gerade? Oder kommt mir das nur so vor? Jetzt bin ich dafür einen Trank, einen Unbekannten auf jeden Fall. Was ist das hier? Ihr habt dies bereits gelesen, na gut, dann brauche ich das nicht nochmal lesen. Unbekannter Trank. Nö, ich trinke den mal lieber nicht, ansonsten nicht, dass ich jetzt auf einmal hier One-Hit sterbe. Nee, nee. Das muss ja auch nicht sein. Oh, da sind wir. Ach, das Adder. Seht, Geralt. Menschen, Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie wahr, Euer Hoheit? Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gern an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Hm. Oh, als Schriege? Okay, nice. Why not? Halt, ey, wie er da einfach rüberspringt. Als wäre es nichts. Oh! Alter! Oh fuck, was ist denn jetzt los? Ich werde. Alter! Ich muss hier mal eben weg. Einfach ein bisschen Schmerzen, was soll das? Das kann doch wohl nicht sein, dass ich Schmerzen habe. Geralt. Trink mal hier ein Schlückchen. Oh, weg hier, die kleinen Pissnecken. Zieh mal dein Schwert. Oh, wobei, zieh dein Schwert mal lieber nicht. Lass die mal kämpfen. Genau, jetzt kommt nämlich die Striege und haut ihn auf die Fresse. Oder auch nicht. Dann mache ich das, kein Problem. Bow. Oh. Geralt, du sollst natürlich weiterkämpfen. Nicht einfach hier, ne? Kombo abbrechen. Irgendwie mache ich gerade voll wenig Schaden. Habe ich das Gefühl. Nein, falsche Richtung. Komm schon, Striege. Jawohl. Na dann. Hier trennen sich unsere Wege. Oh nö. Warum? Im Herzen der Vision kontrolliert er alles. Ihr müsst allein weiter. Bis bald, Triss. Ich komme zurück. Viel Glück, Geralt. Hoffen wir das mal. Hoffen wir das mal. Achso, wir machen jetzt hier nochmal kurz Meditation. Ich kann leider keine Schwalbe machen. Auch sonst kann ich nicht sehr viel machen. Ich habe ein Goldtalent. Wow. Okay. Jetzt ist die Frage, mache ich das auf Ausdauer? Oder ich mach's auf... irgendwie geht ja noch nicht, weil ich hab hier noch nicht alles voll. Ach komm, scheiß drauf. Ich mach das auf Ausdauer. Zack. Eine Stunde meditieren wir jetzt, dann ist alles voll. Toxizität ist weg. Und dann wird's wohl auf die Fresse geben. Aber jetzt ein für alle Mal. Lass mal gucken. Ah, haben noch Geld bei. Nehmen wir mit. Ist mir egal. Auch wenn wir es nicht mehr brauchen. Nehmen wir es trotzdem mit. So, wie komme ich jetzt da hoch? Muss ich erstmal gucken, wie ich da hinkomme. Ah, hier weiter. Okay. Na dann. Herr Großmeister. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen. Öffnet euren Geist. Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe.
Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt, sagte Aldersberg. Euer Traum ist ausgeträumt. Geduld. Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Sie brauchen euch. Ich habe ein Angebot. Kapituliert, oder? Genug. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert, zieht eure Mutanten zurück, beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Oder am Arsch schon genug jetzt hier. Lassen wir unsere Schwerter sprechen. Genau so sieht's aus. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Ja. Ich glaube auch. Als hätte er sich einfach verpisst, der Mongo, ey. Das gibt's doch nicht. Feigen Schweinebratzen. Oh fuck. Hallo! Aber kein Problem, wir kämpfen dann gegen alle gleichzeitig, macht nichts. Leider bin ich nicht so stark in dem Silberkampfstil. Brenn doch mal, Geralt, los. Also nicht Geralt soll brennen, sondern die Gegner. Ich muss mal hier so ein Tränkchen schlucken. So, jetzt sind sie down. Alle miteinander. Ja, ist klar. Dass sie sich aber auch nie trauen, alleine zu kämpfen. Ganz ehrlich, das sind alles feige Schweinebratzen, ey. Oh. Muss irgendwie hinter die kommen. Alter, was ist jetzt los? Warum ruckelt das Spiel? Das darf nicht sein. Alter, jetzt lass mich schon mal. Alter, jetzt lass mich mal hier raus. Geralt, du musst weg. Ja. Vielleicht soll ich mich auch eher auf ihn konzentrieren und nicht auf die anderen oder so. Na, nee, ich glaube, auf die anderen sollte ich mich auch konzentrieren. Ich würde aber zunächst erstmal die Folge hier beenden. Sie geht ein bisschen kürzer, aber naja, was soll's. Ich dachte, da kommen alle, dann hätte ich gleich fett den guten Kampfstil nehmen können. Aber na gut, jetzt weiß ich es für die nächste Folge besser. Ich bedanke mich bei euch, bis zur nächsten Folge. Haut rein!